Diese Erfahrung machte ich, als ich 16 Jahre alt war. Zu dieser Zeit lebte ich noch auf dem Lande. Mein Zuhause war weit von der Schule entfernt, so dass ich unter der Woche im Schulwohnheim wohnte und nur an den Wochenenden oder in den Ferien nach Hause kommen konnte. Die finanzielle Lage meiner Familie war nicht sehr gut, und ich wusste, wie hart meine Eltern arbeiteten. Um meine Familie zu entlasten, half ich mit, wann immer ich nach Hause kam. Wir haben zu Hause eine Schafherde, die die Haupteinnahmequelle für die Familie ist. Aufgrund der Wirtschaftslage kauften wir nur selten Futter für die Schafe. Normalerweise mähten wir Gras und kamen zurück, um sie zu füttern. Eines Nachmittags wollten mein Bruder und ich auf das Maisfeld gehen, um das Gras zu mähen. Nach einer Weile wurde der Himmel allmählich grau. Ich wusste, dass ein Regenschauer kommen würde. Der Regen schien in diesem Jahr besonders stark zu sein. Wir mussten so schnell wie möglich nach Hause kommen. Doch als wir auf halbem Weg nach Hause waren, wurde der Regen so stark, dass wir nicht weitergehen konnten. Wir sahen uns nach einem Unterschlupf um, um dem Regen zu entkommen. Die Gegend um uns herum war leer, nur ein paar Bäume standen verstreut auf dem Land. Wir beschlossen, zum nächstgelegenen Baum zu laufen, in der Hoffnung, dass er uns Schutz bieten würde. Die Kleidung, die wir trugen, war bereits vom Regen durchnässt. Als wir dort standen, prasselte der Regen weiter auf den Boden und ließ alles verschwimmen. Es gab nur uns beide und den hohen Baum auf dieser freien Fläche. In diesem Moment erleuchtete ein Blitz alles um uns herum. Ich schaute gerade noch rechtzeitig auf, um die Szene mitzuerleben. Der Blitz schlug in den Baum ein und die Baumkrone erstrahlte in gleißendem Licht. Die Zeit schien stillzustehen. Im Licht des Blitzes konnte ich sehen, wie sich die Elektrizität schnell am Stamm des Baumes entlang bewegte und ein blendendes Licht abgab. Gleichzeitig ertönte ein lauter Knall in der Luft. Mein Körper wurde augenblicklich von der Energie des Stroms durchflutet und ein heftiges Zittern breitete sich in meinem Körper aus. Sofort spürte ich, dass mein Körper von einer unsichtbaren Kraft gefesselt war und ich mich nicht mehr bewegen konnte. Mein Herz schlug dramatisch schneller, und in meiner Brust spürte ich ein stechendes Gefühl. Die Geräusche um mich herum verschwammen und entfernten sich, als ob ich mich in einer isolierten Welt befände. Ich spürte, wie mein Bewusstsein schwand. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem großen, geheimnisvollen Raum. Der Raum war aus schwarzem Stein gebaut. Die Decke war so hoch, dass ich den oberen Teil des Raumes nicht sehen konnte. Die Ränder des gesamten Raumes verschwammen stark. Es gab keine Möbel oder Dekorationen in dem Raum, nur vier kalte schwarze Steinwände. Die Wände hatten keine Struktur, nur eine glatte und harte Oberfläche. Trotz der Düsternis um mich herum lag eine seltsame Energie in der Luft, die mich sehr ruhig werden ließ. Ich sah meinen Bruder noch immer auf dem Boden liegen, ging zu ihm hin und rüttelte ihn sanft an der Schulter, um ihn zu wecken. Er öffnete langsam die Augen, sein Blick war verwirrt. Plötzlich erstrahlte ein helles Licht im Zimmer. Es war kein gewöhnliches Licht, es strahlte eine Energie des Friedens und der Zufriedenheit aus. Sie war stärker als alles, was ich je gespürt hatte. Wir wurden von diesem Licht angezogen und kamen ihm langsam näher. Mein Bruder und ich kommunizierten nicht verbal, sondern auf einer anderen Ebene miteinander. Wir wussten, dass dies eine besondere Erfahrung war. Von diesem Licht geführt, betraten wir ein wunderschönes Tal. Dieses Tal war mit üppigem grünem Gras bedeckt. Unter unseren Füßen war weiches grünes Gras und in der Ferne waren herrliche Berge. Das ganze Tal war in einen goldenen Schein gehüllt und schimmerte in einem faszinierenden Licht. Wir sahen auch viele leuchtende Körper.
Sie sahen aus wie kleine leuchtende Blasen, die in der Luft schwebten oder über das Gras verstreut waren. Jede leuchtende Blase steht für die Anwesenheit einer Seele. Sie strahlen ein warmes und sanftes Licht aus. Sie haben keine konkrete Form. Aber sie sind voller Energie und Leben. Wir stehen still im Tal und spüren einen inneren Frieden und Ruhe. Wir fühlten uns nicht mehr allein, denn wir hatten eine stille Verbindung mit diesen Geistern hergestellt. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Ort himmlisch war, voller unendlicher Schönheit. Für meinen Bruder hingegen war dieser Ort nur ein vorübergehender Sammelplatz für Seelen. Mit der Zeit begannen die winzigen leuchtenden Körper auf der anderen Seite des Tals zu konvergieren. Allmählich tauchte ein rein weißes Wesen auf, das Bild eines Engels. Dieser Engel war etwas anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Er war größer als der Engel, den ich mir vorgestellt hatte. Der Engel begann zunächst ein Gespräch mit meinem Bruder. Er sagte meinem Bruder sanft und freundlich, dass seine Aufgabe auf der Erde erfüllt sei und dass es nun Zeit sei, nach Hause zu gehen. Die Augen des Bruders waren mit gemischten Gefühlen gefüllt. Der Engel erklärte seinem Bruder, dass seine Reise auf der Erde zu Ende sei und dass er sein Bestes getan habe. Jetzt könne er all seine Lasten loslassen und in die Heimat zurückkehren, wo er wirklich hingehörte. Ich stand daneben und beobachtete all dies schweigend. Ich konnte den Kampf in meinem Bruder spüren. Ich sehnte mich danach, mit meinem Bruder auf die Erde und zu unserer Familie zurückzukehren. Ich trat einen Schritt näher an den Engel heran und äußerte meinen Herzenswunsch. Ich wünschte mir, dass mein Bruder und ich gemeinsam zurückkehren könnten. Wir haben noch so viel zu erledigen und eine Familie, die auf uns wartet. Bitte gib uns die Möglichkeit, auf die Erde zurückzukehren und unsere Reise fortzusetzen. Der Engel schaute mich zärtlich an. Er schien meine Entschlossenheit zu verstehen. Mein Kind, jede Seele hat ihre eigene Reise und ihr eigenes Schicksal. Du musst verstehen, dass es keine Entscheidung ist, die ich ändern kann. Ich fuhr fort, ich verstehe das, mein Bruder ist erst 11 Jahre alt und sein Leben beginnt gerade erst. Und meine Familie, die sich Sorgen gemacht und für uns gebetet hat. Wir wollen zurückkehren und ihnen Trost und Wärme spenden. Der Engel antwortete, ich kann verstehen, wie ihr euch fühlt. Ich werde euch an einen anderen Ort bringen, der euch helfen kann. Ich nickte und mein Herz füllte sich mit Hoffnung. Mein Bruder umarmte mich und sagte, Bruder, ich möchte mit dir zurückgehen. Geführt von dem Engel, begannen wir uns nach oben zu bewegen. Es war, als ob wir in einer Umgebung ohne Schwerkraft schweben würden. Nachdem wir die Wolken durchquert hatten, sahen wir ein prächtiges Gebäude. Das Gebäude war aus reinem weißen Marmor. Seine Außenwände waren mit wunderschönen Schnitzereien bedeckt. Wir kamen an der Tür des Gebäudes an. Die Tür war offen, und ein sanftes Licht fiel hindurch. Als wir die Halle betraten, waren wir von der unendlichen Schönheit und Erhabenheit beeindruckt. Die Halle ist geräumig und groß, erfüllt von einer heiligen Atmosphäre. Es gibt hohe Säulen und prächtige Fresken. Wir gingen weiter durch die Halle und gelangten auf einen großen Platz. Plötzlich wurde unsere Aufmerksamkeit von einem wunderschönen Licht angezogen. Wir drehten unsere Köpfe und sahen Jesus, der uns anlächelte. Die Gegenwart Jesu war von unendlicher Liebe und Wärme erfüllt. Meine Kinder, ich weiß alles über euch. Eure Familien sind hier auf der Erde und beten für euch. Ich verstehe, dass ihr zu ihnen zurückkehren und ihnen Trost und Wärme bringen wollt. Die Rückkehr zur Erde ist jedoch keine einfache Angelegenheit. Ich möchte, dass sie es sich gut überlegen. Er fuhr fort,
Ich kenne die Sehnsucht und die Besorgnis in euren Herzen, aber die menschliche Welt ist voller Herausforderungen und Nöte. Ihr müsst darauf vorbereitet sein, alle Arten von Prüfungen zu bestehen. Die Rückkehr zur Erde kann eine schwierige Reise sein. Mein Bruder und ich sahen uns an und nickten entschlossen. Wir verstanden, dass das Leben zwar voller Schwierigkeiten war, aber wir waren bereit, alles auf uns zu nehmen, um zu unseren Familien zurückzukehren. Jesus streckte sanft die Hand aus und streichelte über unsere Köpfe. Seine Handfläche war warm und weich. Als wolle er uns unendlichen Mut geben. Er sagte zu uns, Kinder, eure Entscheidung ist voller Liebe und Mut. Vor euch wird eine neue Reise liegen, und ihr werdet nicht allein sein. Ich werde meine Boten schicken, um euch zu schützen und zu führen. Geht, kehrt zurück in die Welt der Menschen, sendet Liebe und Hoffnung, und bringt euren Familien Freude und Wärme. Ein anderer Engel erschien uns, gekleidet in ein langes weißes Gewand und mit einem leuchtenden Heiligenschein auf dem Kopf. Der Engel führt uns, und mit einem mystischen Gesang verlassen wir Jesus. Wir befinden uns in einer friedlichen und geheimnisvollen Umgebung, die voller Wärme und liebevoller Energie ist. Allmählich verschwinden wir im Licht. Unsere Gestalten werden undeutlich, als ob wir in einen schwachen Lichtschein gehüllt wären. Mit der Zeit verschmelzen wir allmählich mit dem Licht, als würden wir ein Teil davon werden. Wir begannen schnell abzusteigen, die Luft pfiff um uns herum. Als wir zur Erde zurückkehrten, schwebten wir über den großen Bäumen. Ich konnte sehen, wie unsere Körper still auf dem Boden lagen, als gäbe es keine Lebenszeichen mehr. Der Engel bemerkte unseren Zustand und sprang sofort in Aktion. Er streckte seine linke Hand aus und half uns, wieder in unsere Körper zu kommen. Seine Hand berührte sanft unsere Brust und übertrug eine magische Kraft. Ich spürte ein heftiges Zittern, als ob ich mich wieder mit meinem Körper verbunden hätte. Ich spürte den Rhythmus meiner Atmung, das Schlagen meines Herzens. Nachdem ich wieder eins mit meinem Körper geworden war, öffnete ich langsam die Augen. Bald darauf fanden uns meine Nachbarn. Sie informierten sofort meine Eltern. Als meine Eltern die Nachricht hörten, eilten sie zum Tatort. Sie hielten meinen Bruder und mich besorgt in den Armen. Mein Vater beschloss, uns ins Krankenhaus zu bringen. Ich sagte zu meinem Vater, Papa, uns geht es gut. Mir geht es gut und ich habe keine körperlichen Beschwerden. Er bestand trotzdem darauf, dass wir ins Krankenhaus gebracht werden. Im Krankenhaus führte der Arzt eine Reihe von körperlichen Untersuchungen durch. Die Tests ergaben, dass mit meinem Körper alles in Ordnung war und dass ich gesund war. Mein Bruder schien jedoch einige Schäden an seiner Lunge erlitten zu haben. Der Arzt empfahl, dass mein Bruder zur Beobachtung und Behandlung im Krankenhaus bleiben sollte. Mein Bruder verbrachte eine Woche im Krankenhaus. Seine Lunge erholte sich allmählich und seine Atmung wurde leichter und normaler. Die Menschen um mich herum sagen mir oft, wie viel Glück ich habe. Ich weiß, dass Gott für mich da war und dass er mir geholfen hat. Gott schenkte mir ein zweites Leben. Seitdem habe ich das Gefühl, dass Gott an meiner Seite ist und mir Kraft und Führung gibt. Seit diesem Erlebnis sind 29 Jahre vergangen, und ich stehe dem Leben jeden Tag mit einer positiven Einstellung gegenüber. Ich führe jetzt ein sehr glückliches Familienleben und habe einen reizenden Sohn, der das wertvollste Geschenk ist, das Gott mir gemacht hat. Da ich älter werde, habe ich einen starken Drang, dies zu tun. Ich möchte der Welt die wichtige Botschaft übermitteln, dass es Gott und den Himmel wirklich gibt. Ich hoffe, dass eines Tages jeder die Liebe Gottes für sich selbst spüren kann, so wie ich es getan habe. Ich hoffe, dass jeder mit Liebe und Vergebung leben kann.
Ich hoffe, dass ich durch meine Geschichte anderen Hoffnung und Inspiration geben kann. Auch wenn wir unterschiedliche Überzeugungen haben, glaube ich, dass Liebe und Frieden die gemeinsamen Ziele sind, die wir anstreben.